Es ist endlich wieder Dienstag und das bedeutet eine neue Folge aus dem Gasthaus zum rollenden Würfel. Mhm, Gasthaus zum rollenden Cliffhanger oder so. Ja. Heute mit uns am Stammtisch der Heiko. Das bin ich. Und der Florian. Servus. Und der Nico. Hi. Und natürlich können wir auch diese Folge nicht machen ohne Oscar. Hallo. Genau. Bevor wir loslegen, kleine Info für euch. Der eine oder andere von euch hat sich ja sicherlich schon gefragt, was das eigentlich so für Schilder sind, die ich hier immer so benutze. Das sind die sogenannten Initiative-Schilder. Die könnt ihr jetzt mittlerweile auch erwerben im Skriptorium. Denn ich habe das alles jetzt mal in einem Dokument zusammengefasst. Das könnt ihr quasi als PDF kaufen. Und die Einnahmen aus diesem Dokument, die fließen hier in unser Projekt. Und davon können wir natürlich dann weiter eben unser Projekt finanzieren und am Laufen halten. Das heißt, ihr tut sogar noch was Gutes, wenn ihr diese Initiative-Schilder kauft, damit wir weiterspielen können. Und vor allem uns bessere Technik leisten können, damit die Technik nicht immer ausfällt. Zeig nicht so auf meinen Affen, der hat gar nichts gemacht. Also, falls euch das interessiert, schaut doch mal ins Skriptorium oder einfach unter das Video in die Videobeschreibung, da gibt es einen Link dazu. Dann springen wir jetzt in unser Gasthaus zum rollenden Würfel. Heute, zum Dienstag, wie üblich, sitzt natürlich unser namenloser Erzähler wieder an seinem Stammplatz. Wobei sitzen ist ein bisschen heute etwas zu viel gesagt, denn als der junge Bauernjunge eintritt und mit zwei Bierkrügen bewaffnet zum namenlosen Erzähler kommt, ist der namenlose Erzähler schon betrunken und hockt da mit dem Kopf auf dem Tisch. der Boltern-Spieler kommt dazu und sagt so, ja, ich weiß nicht, ob das heute was wird, keine Ahnung. Und dann denkt sich der Bauernjunge, das kann doch nicht sein. Er stellt die Bierkrüge auf den Tisch ab, schiebt den namenlosen Erzähler etwas zur Seite, um das Buch zu kriegen. Öffnet das Buch, blättert ein wenig, um die Stelle zu finden mit dem Dämon und fängt an, im Buch zu lesen. Nein! Eine spitze Zunge oder lieber panzerbrechende Bolzen? Lysanders Repertoire hatte sich dank Elgrims Wirken auf wundersame Weise erweitert, indes sein Kredit im Fringlashof beim Wirte sich erschöpfte. Der Adeptus Minor suchte ein Stelldichein mit der Hexe Satuna, die ihn in die Schranken wies. So zog er ab mit nichts als einem Verwandlungstrank, vielleicht nur um später Satunas Schlange Kress die Wolfsfänge zu zeigen. Der letzte im Bunde, Orasilas, den Zutritt zum Fringlashof verwehrt, verbrachte seine Zeit in tiefer Meditation und Abbitte, bis er die Klingen der Helden segnete, für sicheres Geleit zur verlassenen alten Schule. Wir waren stehen geblieben, als Satuna eine merkwürdige schwarze Flüssigkeit auf dem Boden ausgoss. Wollt ihr irgendetwas tun noch so? Satuna, wie lange dauert es, bis der Dämon hier ist? Ich weiß es nicht. Normalerweise erkennen die Dämonen recht schnell, dass sich hier ein Portal auftut. Und es dürfte eine Minute vielleicht höchstens dauern, bis der erste kommt. Okay. An dieser Stelle muss ich ganz kurz intervenieren. Und zwar fragen sich natürlich einige zu Recht, wie Orasilas als Rondra-Geweihter an einer Dämonenbeschwörung teilnehmen kann. Klar ist das nicht gang und gäbe in Aventurien, aber es geht hier um die Story. Es geht darum, dass Heiko uns und natürlich euch eine Geschichte erzählt, wo wir als Spieler ihm keine Steine in den Weg legen wollen oder so. Und da muss ich Orasilas das eben so erklären, dass Rondra einen Plan für ihn hat und ihn auf eine gefährliche Mission schickt. Auch wenn das naiv ist zu glauben, aber es geht ja nicht darum, den Dämon auf Unschuldige zu hetzen oder so, sondern den zu bekämpfen und die Asche zu holen. Ja, deswegen, und ich gebe zu, er war bei der Blutopferung ein bisschen übereifrig, aber da wollte er natürlich Arlekin und Lysander schützen. Ich begebe mich so ein Schrittchen, also ich gehe langsames Schrittes mit dem Blick Richtung dieser schwarzen, brodelnden Flüssigkeit, begebe ich mich in die Nähe von Orasilas und stelle mich so leicht hinter ihn, seitlich versetzt und halte meinen Magierstab kampfbereit vor mir. Okay. Satuna, was macht ihr, wenn der falsche Dämon auftaucht? Ja, dann, also wir brauchen die Asche eines Dämons von Belhalla. Also wer auch immer da rauskommt, die Asche können wir gebrauchen. Gut.
Aber ich hoffe, dass nicht unbedingt einer von den Gehörnten kommt. Egal, lasst uns anfangen. Wir machen uns jetzt so eine Sorgen und am Ende kommt so ein kleines Äffchen raus. Hä? Nichts gegen Äffchen. Du bist bereit, hä? Gut. Dann, ihr seid bereit. Dann, ihr seht, dass Satuna ganz schön angespannt ist und nervös ist. Sie fängt an mit dem Dolch, mit dem du dir die Hand geschlitzt hast, in dieser schwarzen Flüssigkeit zu rühren und spricht dabei eine magische Formel, die ihr nicht verstehen könnt. Es scheint irgendeine Sprache zu sein, die ihr einfach nicht kennt. Sie rührt darin und auf einmal fängt dieses Wasser an, diese Blubberblasen zu machen. Und auf einen Schlag ist es wie so ein Spiegel glatt. Es ging so tschuk, auf einen Schlag. Und sie sagt, okay, die Zeit läuft. Und ihr wartet, gespannt. Und es dauert... Urasilas, zieh dein Schwert. Ich hab's doch schon in der Hand. Ja. Ach so. Es dauert... Ich hab's nicht gesehen, Entschuldigung. Es dauert nur wenige Sekunden. Das ist ganz schön lang, das Schwert. Kannst du das nicht sehen? Ist dunkel. Ja, ist gar nicht so dunkel. Ihr habt ja die Laterne und so. Also es ist, sag ich mal, die Sicht ist okay. Ja, ich bin nervös. Ja. Nach wenigen Sekunden kommt auf einmal eine Pranke durch dieses schwarze Loch auf dem Boden und krallt sich fest auf dem Boden und irgendetwas Schweres zieht sich durch dieses Portal durch mit einem heftigen Sprung und es landet ein Zand mitten im Klassenzimmer auf dem Boden. Und während diese Kralle da kommt, fange ich schon an zu reden, also zu beten. Es segne uns Rondra, die Herren des Kampfes. Es bewahre uns Rondra, die Beherrscherin des Sturmes. Es erleuchte uns Rondra, die Leuen unter den Zwölfen. Es stärke uns die Kraft des gleißenden Stahls. Und unser Glaube, der als ein ehernes Schild vor uns steht. Dein Wille, o Herren, sei uns Befehl. Und ich habe einen Dämonenwall gesprochen und es entsteht eine... Achso, ich muss erstmal würfeln. Ja. Sorry. Hoffentlich hast du es gesprochen, ja. Chip! Wir sind eine Bande von Versagern. Geht okay, schon gut los. Ja, Qualitätsstufe 1 und es wird jetzt eine Kuppel entsteht um uns herum, die so flimmert und der Dämon wird verlangsamt dadurch und die Trefferpunkte, die er uns zufügen würde, wird von dieser Kuppel aufgesaugt, so lange bis die Kuppel zerstört ist und sie hat eine Stärke von 3+7 Trefferpunkten quasi. Also wenn der Dämon 7 Trefferpunkte macht, zerfällt sie. Okay. Orasilas, hättest du das nicht vorhin schon ankündigen können? Jetzt bin ich hinten auf dem Tisch. Satuna, schließ das Tor! Jawohl, kümmert euch um dieses Vieh. Und sie fängt an, dieses Pentagramm zu zerstören, was aber schwierig ist. Ich zeige euch mal ein Bild. Das ist ein Zand. Aus wie ein Säbelzahntiger nur auf zwei Beinen. Genau, ein Säbelzahntiger auf zwei Beinen mit fetten Krallen. Sehr groß, stark und mächtig. Und wir würfeln alle auf Initiative. Ich möchte noch anmerken, ich habe einen Affen und ich weiß, wie man ihn einsetzt. Wow. Der Spruch musste jetzt sein. Noch hat er keinen Namen, noch kann es ihn loswerden. Initiative 18. Achso, das war wie mit einem W6, ne? Mhm. Ich habe... Bei Kampf. 16. 16? 16. Direkt erstes Blatt, da unten. Oh, ihr habt Glück. Ach nee, hast du. Ja. Ach, du hast das. Das ist ja gut bei dir. Ja, naja, ich habe eine 1 gewürfelt, aber leider hat er 17 plus 1. Also ich habe 16 okay. Initiative. Also dann hat er so viel wie ich, ne? Dann ist sein Grundwert aber höher. Sein Grundwert? Ja. Mhm. Und wir haben jetzt beide 16? Ja. Ich habe auch 16, aber meine Initiative wäre Grund höher. Okay. Okay, dann bist du vor alle Kindern. Sehr gut, ich kann als Letzter reagieren, was ich tue. Das heißt, gerade in dem Moment, als du deine Liturgie gewirkt hast, schaut sich der Zand um im Raum und erblickt einen... Ein Rondra-Krieger. Mich natürlich. Ein Rondra-Krieger. Und sprintet auf dich zu und springt dich an. Und macht. Er müsste ja eigentlich verlangsamt sein, aber gut. Er also hat ja, eine Initiative. Okay. Er sprintet auf dich zu. Aber er ist natürlich richtig kräftig. Und hackt, also mit seiner Pranke holt richtig aus und schlägt auf dich ein. Soll er versuchen. Du musst jetzt eine Weile halten, ne? Okay, würde treffen. Das Schild würde das aufsaugen. Ach so, Schaden? Kampfschaden. Okay. 11.
Okay. Schönes Bling Bling gemacht. Bling Bling weg. Puff, zerspringt die Kugel. Und es würden noch 4 Schaden durchgehen. Ja, ich verteidige mit meinem Schwert. Okay. Könnte nicht verteidigen, aber diese 4 Schaden prallen an meiner, prallen an meinem Kettenhemd ab. Ah, okay. Das heißt, die Pranke holt zwar aus, aber trifft eben dein Kettenhemd und das drückt so ein bisschen bei dir in die Rippen ein, aber das ist... Ich hole sofort aus und schlage mit Wuchtschlag zu. Aber warte. Er hat ja noch eine Attacke. Und zwar holt er, schlägt seinen Schwanz wild um sich und er hat eine scharfe, knöcherne Klinge am Ende seines Schwanzes. Eieiei. Wusstest du das nicht? Oder? Nee. Und die hat 2 Angriffsruhe. Ganz in der Nähe. Also Orasilas wusste das natürlich. Ganz in der Nähe von Orasilas steht wer? Oh nee, der Affe. Wir sind hinten auf dem Tisch. Ja, das bin ich. Ja. Also eine Schwanzattacke. Arlekin, weiche seinem Schwanz aus. Da ist ein Dolch dran. Würde treffen. Also ich sehe den Schwanz auf mich zukommen. Verdeckte Spielerproben sind doch das Beste, was es gibt. Ich sehe den Schwanz auf mich zukommen und versuche noch rechtzeitig auszuweichen, aber der Schwanz erwischt mich voll. Okay, ja. Der Schwanz schlägt dir direkt in die Schulter rein und es schmerzt ordentlich für diesen Schock. Kriegst du 8 Schadenspunkte. Hast du irgendeine Rüstung? Nein. Ich hab ein großes Loch in der Schulter. Ah. Nein. Dann 8 Schadenspunkte. Ah. Ja. So, und jetzt ist Orasilas dran. Heilige Rondra, führe meine Klinge, nähre meinen Mut und gib mir Kraft. Ich habe schon wieder ein Mirakel gesprochen. 4 Karma-Punkte ausgegeben und würde 2 AT dazu bekommen. Minus 2 AT von meinem Wuchtschlag, den ich durchführen werde, muss ich 15 unterwürfeln. Schaffe es und würde ihn treffen. Kann nicht ausweichen. Okay, dann kriegt er jetzt einfachen Schaden, ne? Weil ich nur eine gesegnete Waffe habe. Genau. Dann sind das 11. Okay. Wenn wir Felsfetzen fliegen. Achso, ich hole aus und haue auf den Sand. Ja, und der Dämon brüllt auf vor Schmerzen. Damit hat er nicht gerechnet in dem Moment, weil er war auch ein bisschen mit seinem Schwanz mit dir beschäftigt. Blitzt ein wenig, als Apriel auf ihn trifft und glüht. Genau. Es ist ein sehr schmerzhafter Schrei in euren Ohren. Und ihr merkt richtig, wie dieser Zank jetzt richtig in Raserei versetzt wird durch diese Verletzung. Hat er jetzt 3 Angriffe vorhin? Ich laufe weg. Nein, Quatsch. Ja, und jetzt ist der Lysander dran. Die ganze Zeit halte ich schon meine Armbrust. Ich suche, ihn in der Mitte zu treffen und feuere meinen panzerbrechenden Bolzen auf ihn ab. Katsching! Dann mach mal nachladen, Äffchen, nachladen. Nicht den Bolzen, den anderen. Ja, dann würfel mal eine Fernkampfattacke. Da ich hier auf meinem Tisch nur 5 Meter entfernt bin, habe ich ja kurze Reichweite, oder Heiko? Okay. So groß ist der Raum ja auch nicht und ich habe mich ja extra auf 5 Meter Entfernung auf den Tisch gestellt. Gut. So. 7 trifft. Okay. Das war ja auch wirklich nicht schwer. Nimm das, du Scheusal. Und das jetzt ganz schön lange zielen. Mhm. Also er versuchte ja bereits auszuweichen bei dir. Jetzt muss er nochmal ausweichen. Dadurch ist aber die Möglichkeit auszuweichen für ihn erschwert. Weil man kann ja immer weniger ausweichen pro Runde. Ja. Schafft es nicht, deinen Bolzen auszuweichen. Das hat er nicht mitgekriegt. Dann kriegt er jetzt... Oh. Wow. 2. Aber... plus 1 und wegen der kurzen Reichweite noch plus 1, also kriegt er immerhin 4. Genau. Weil es aber keine gesegnete oder geweihte Waffe ist, ist es nur halber Schaden. Das heißt 2. Da muss ich nicht mehr rechnen. Wenn der Rüstungsschutz dazu zählt, bleibt der einfach im Feld stecken und nichts passiert. Aber ich tu mal so, als ob. So, mein Stock hat ihn jetzt getroffen. Prallt es einfach am Feld ab. Ich fange an nachzuladen. Okay, alles klar. Ich lade den Kriegspfeil. Aber das ist, kannst du erst nächste Runde machen. Okay. Ja. Alles klar. Arlekin! Ja! Also ich hole mit
begebe mich wieder ein Stückchen hinter Orasilas Deckung hervor, weil hat mir leider eh nicht so viel gebracht. Der Schwanz war einfach zu wendig. Und ich hole mit meinem Stab aus und versuche ihm einfach einen Körpertreffer zu landen. Okay. So wie Star Wars Kid. Ja! Ja! Also ich hole aus und treffe wundersamerweise den Zand, wenn er nicht ausweicht. Ist jetzt nochmal erschwert. Nein. Schafft okay, also er nicht. Dann hole ich aus, schlage mit meinem Stab zu und treffe ihn im Bauchbereich. Und zwar ziemlich gut. Also war ein ordentlicher Schlag in die Magenhöhle mit 6 Schadenspunkten. Mhm. Ja, der Zahn schreit auf von diesem Schlag und du hörst auch so eine Rippe brechen. Ja. Und der ist jetzt richtig, richtig sauer. Auf jeden Fall. Noch saurer geht ja wohl nicht. Der scheiß Dämon. Satuna fängt an, dieses Portal zu verwischen. Und ihr seht, dass sie so ein bisschen zu tun hat damit. Und die Schlange versucht auch ein bisschen durchzuschlängeln und zu machen und so weiter. Aber irgendwie kommt eine weitere Kralle rausgegriffen. Und die Schlange und Satuna sind beschäftigt, diese Kralle irgendwie wieder abzukriegen und zu verhindern, dass da noch eine durchkommt. Scheint ein sehr kontrollierter Dämonenübergang zu sein hier. Ja, ja, ja. Vorbereitet. Was machen wir hier? War dein Scheißblut. Wo wir gerade beim Thema Dämon sind, der ist jetzt dran. Und der versucht jetzt... Habe ich erwähnt, dass ich mich wieder hinter Orasilas verstecke nach meinem Schlag? Bin sofort wieder in Richtung gegangen. Oh, Gelegenheitsschlag, warte. Nein, der jetzt richtig wütende Zand versucht jetzt wieder mit seiner Pranke auf Orasilas einzuschlagen. Duck dich! Und versucht dich damit offensichtlich zu Fall zu bringen. In einer fließenden Bewegung drehe ich mich und kann ihm ausweichen. Du kannst ihm ausweichen? Hm. Was? Ja, okay, sehr geschickt. Sehr geschickt. In diesem Moment siehst du einen gefährlichen Schwanz durch die Luft sausen von diesem Vieh und versucht damit, dich noch einmal nochmal zu treffen, ausweichen. Mit einem Wuchtschlag. Ist das schwerer auszuweichen jetzt? Ja, du, genau, um 3 erschwert. Um 3? Ja. Trifft nicht. Ah, mein erstes Ausweichen war schon so gut. Er traut sich gar nicht mehr. Und weißt du, warum er nicht trifft? Weil du schon echt Schaden gemacht hast. Oh, ja, das ist schon. Ich habe gedacht. Meine okay. Güte. Ja. Aber ich hole aus und wieder mit Wuchtschlag haue ich zu. Und muss einen Schicksalschip einsetzen. Schmeißt einen Schicksalschip hinterher, todesmutig. Und mit meinem Schwert haue ich zu. Möchtest du einen Chip von mir haben? Ja. Würfel vielleicht. Ein Glück war es keine 20. 19. Ich hab, der hat schon wieder den halben Schwert. Und verfehle und treffe den Boden. Uiuiui. Ausweichen war besser. Ja. Lysander. Ich bin dabei, meine Armbrust neu zu laden, mit Hilfe meines Äffchens, das gerade in Ausbildung ist zum Armbrustbolzenspanner. Okay. Lysander, vergiss die Armbrustbolzen und nimm deine geweihte Waffe! Und ach ja. Und hole dabei aus mit meinem Stab und versuche dem Zahn erneut einen Schlag zu verpassen. Oh, kritisch! Oh. Na, da haben wir noch eine Karte für. Kannst du da ausweichen oder kann man da nicht ausweichen? Das Ausweichen ist auf jeden Fall erschwert. Ganz schön. Krass. Die Hälfte erschwert, glaube ich, ne? Der Verteidigungswert des Gegners wird für diesen Angriff halbiert. Ja. Na denn, halte die Daumen gedrückt. Alter Kampfmagier. Hat er nicht geschafft. Alter, die Kampfzauberer zu Gareth sind ein Witz gegen mich. Harlekin, hau zu, ich hab ihn ja schon abgelenkt. So. Dann Herz durchbohrt. Zieh mal eine Karte. Hoffe ich, ich muss nicht zur Badstraße zurückgehen oder so. Ein leicht betäubender Treffer. Der Treffer richtet 3 Schadenspunkte extra an und der Gegner erhält eine Stufe Betäubung für 3 Kampfrunden. Oh. Ich möchte das ganz gerne nochmal beschreiben. Ja, also ich gehe aus der Deckung hinter Orasilas vor, ziele genau, hole mit meinem Magusstab aus, schlage zu und treffe das Bestien-Ding genau im Nacken. Und es gibt so ein richtig knackendes Geräusch. Und kurz habe ich Zeit,
zu überlegen, ob mein Stab das überhaupt aushält. Aber dann merke ich, wie ich aufschreit, weil... So kritisch war der Treffer dann scheinbar doch nicht wie geplant. Aber plus 3. Also 2, 4, 7. Okay. Verdammt! Das ist ja kein Runderer Kampf. Du machst nur 1W6 Schaden? Plus 2. Genau. Aber Betäubung, ich weiß nicht, was das macht. Alle Proben minus 1. Ja. Proben erschwert. Mhm. Dass er uns nicht mehr so viel trifft. Hm? Ach, der ist doch nicht tot. Nein. Okay. Der Meister lacht nur. Nein. Satuna schafft es, diese Kralle im Boden zu lösen und ist weiterhin beschäftigt, dieses Portal zu schließen. Der Dämon hat jetzt quasi betäuben. Und übrigens, durch Raserei hat er 3 Attacken, wollte ich nur das erwähnen. Na klar, Gott sei Dank stehe ich da weit weg. Ja, der erste Kampf war zu einfach, hat er gesagt, der Heiko. Ich bin froh, dass ich dir keinen Blutrausch gegeben habe, sonst hättest du nämlich gar keine Parade gehabt. Der würde den... Aber ich würde mehr... Ja, treffen und den schneller... So, und er versucht wieder mit seiner Pranke dich zu Fall zu bringen. Ach so, was will ich noch? Keiner gesehen, würfel nochmal. Nee. Ich würde nicht das ausweichen das können. Das ist das Problem mit dem vorher. Jetzt nimmt er den einen Chip. Der hat einen Chip? Der hat einen Chip? Ja. Weil der so böse ist. Weil der so böse ist und so mächtig ist. Und Dämonen betrügen ja gerne. Ja. Ich fand DSA 4 viel besser. Und damit wird er dann normal. Und damit trifft er. Du musst jetzt natürlich würfeln, ob du verteidigst. Habe ich schon. Ich konnte nicht ausweichen. Okay. In diesem Fall schlägt er mit seiner Pranke richtig kräftig zu und trifft dich so an deine Schulter, dass du richtig zu Boden saust. Und er presst dich förmlich in den Boden. Du liegst nun auf dem Boden. Was? Ja, Status liegend. Und 12 Schaden. Kurze Unterbrechung an der Stelle. Liebe Zuschauer, habt ihr auch das Gefühl, dass der Heiko als Meister ein bisschen pisst war, wie wir seine Wachen da verprügelt und gen Jordan geschickt haben? Und dass er jetzt ein bisschen mit seiner Miezekatze am Eskalieren ist hier? 12 Schaden, 14 Schaden, 10 Schaden, 3 Attacken pro Kampfrunde. Ist alles gar kein Problem. Wir sind ja immerhin... halbe Astralpunkte, kurz vorm kritischen Versager und der andere hat einen Affen. Bin gespannt, wie es ausgeht. Irgendein Zaubertrick braucht er, um uns hier rauszuholen, glaube ich. So, 2 Attacken kommen noch, ne? Ja, genau. So. Durch mein Kettenhemd nur 8 Schaden, aber es war eine ganz schöne heftige Attacke. Oh. Okay, ohne Witz, bei 12 Damage hätte ich noch 5 Leben, ohne. Ich weiß schon, warum ich hier hinten stehe. Genau. So. Nächste Attacke ist ein Biss. Er beißt zu. Immer auf die Gewalten. Versuch mich wegzurollen. Würde treffen. Ist liegend alles um 1 erschwert? Wie viel ist erschwert bei liegend? Ja, du versuchst wegzurollen, ne? Verteidigungswert, ja. Wird um 2 und die Attacke um 4 gesenkt. Also Ausweichen minus 2. Ja. Und weil es deine zweites Ausweichen ist, schon minus 5. Ja. Minus 5, Alter. Jetzt muss ich eine 2 oder eine 1 würfeln, um da auszuweichen. Schade, war gar nicht. Ich bin zu langsam beim Wegrollen. So. Oh, ich hätte mal doch lieber einen Kopfzauber wählen sollen. Du hättest mich in Raserei versetzen sollen. Er presst dich ja mit seiner Pranke auf den Boden und dann beißt er zu mit seinen scharfen Zähnen und beißt dir voll in die Schulter hinein. Alter, lenk ihn ab! 5 Schadenspunkte. Das würfel ich ja eigentlich. Ja, dann ein Schadenspunkt kommt durch. Okay. Und dann holt er mit seinem Schwanz noch raus und schlägt gegen unseren Adeptus. Oh, ja, trifft den Boden. Ja. Okay, ich bin voll konzentriert, stehe ich da und erwarte den Angriff, aber... Jetzt darf der Orasilas schauen, ob er wieder auf seine Beine kommt. Werde ich versuchen. 7, 8, 9, Orasilas, komm hoch! Oh, er hat's geschafft, oder? Was muss man dafür machen? Attacke um 4 gesenkt. Ja, ich versuche im Liegen von unten, versuche ihn aufzuschlitzen. Dann muss ich die Aktion, die volle Aktion fürs Aufstehen verwenden. Scheiße. Mhm. Also. Um 4 erschwert. 11. Oh! Kritisch!
Nein! Und ich treffe ihn mit voller Wucht am Bauch. Aber weil ich nicht ausweichen kann. Schauen, ob ich ausweiche. Der stürzt sich ins Schwert. Ja. So wie in dem Film. Eine 20. Wie geht das denn? Kritisch gegen kritisch? Ja. Was passiert denn da? Zwei Karten. Ja, zwei Karten. Echt? Na, eine für ihn und eine für mich. Das habe ich noch nie gehabt. Ah! Okay. Oh. Fangen wir doch erstmal mit deiner Karte an, würde ich sagen. Okay? Wenn du denkst, es geht nicht mehr, kommt irgendwann Licht bleib her. Das sollte ich aufschreiben, mein guter Reim. Ich finde das richtig gut, dass wir keine Bestätigungswürfe machen. Ja, wer hatte das eigentlich, diese Idee? Der hieß Meister. Irgendwie so, ne? Kannst du mal bitte weiterreichen? Natürlich. Ich finde es aber auch gut, dass man es nicht bestätigt. Sonst freut man sich so. Achtung. Oh, nee, doch nicht. Mittelschwerer, betäubender Treffer. Der Treffer richtet plus 1 TP an und der Gegner erhält für 5 Kampfrunden eine Stufe Betäubung. Wow. Ja, jetzt hat er schon 2 Stufen Betäubung. Ah, doppelte Schaden hätte ich besser gefunden. Mhm. Na gut. Mal gucken, was bei ihm passiert. Minus 2, das ist schon krass. Ja. 11, 16. Wurde gerade in der Mitte durchgeteilt. 16 Schaden machst du? 16 Schaden würde ich machen. Oh, also das ist, du hast ihn nicht verdoppelt, ne? Du hast nur plus 1, dann ja. 17 Schaden. Jo, also du hackst ihm förmlich eine Pranke ab mit deinem Hieb. Also, ja. Das Blut spritzt. Gut, und jetzt schauen wir doch mal, ob es das jetzt war oder nicht. Ist der Kampf noch schwerer? Zieh mal für mich, bitte. Okay. Aber du liest sie jetzt bitte vor. Okay. Die Waffe des Helden, oder in dem Fall die Pranke des Dämons, ist in einem Gegenstand stecken geblieben. Was? Also, in einem Kettenhemd verhakt. Ja, in einem Kettenhemd verhakt, also genau, ist gut. Um sie zu befreien, ist eine Aktion nötig und eine um 2 erschwerte Probe auf Kraft ziehen und zehren. Nach dem Befreien hat sie aber einen kleinen Schaden, also die Waffe, die eine Erschwernis plus 1 auf Attacke und Parade. Ja, so. Halt die also die Pfote, genau, die eine Pfote hast du ihm ja abgehackt und die andere, wenn er sie rausreißen sollte, dann steckt da noch so ein paar Finger oder so drin. Irgendwie so. Ja gut, also die Pranke ist also schon mal steckt im Kettenhemd. Das ist ja schön. Toll. Ja, das ist ja noch 2 Angriffe. Ja. Womit denn? Nee, gar nicht. Jetzt ist Lysander. Jetzt ist Lysander dran. Möchte Lysander nochmal nachladen oder was? Ich brauche zum Laden, glaube ich, 2 Kampfrunden und ich habe erst eine geladen. Das heißt, ich lade weiter. Hm. Okay. Willst du nicht mal mit deinem blöden Degen angreifen? Lysander, vergiss diese verdammte Armbrust! Sofort! Nur noch 2 Sekunden! Deine Salekin dran. So, ich, also, da ich gesehen habe, wie krass Orasilas den verwundet hat, laufe ich jetzt los und versuche hinter dem Typen zu kommen, um quasi für ihn noch das verwirrender zu machen, wen er angreifen soll. Und vorteilhafte Position quasi für dich. Oh. Ach so. Na, von hinten bringt was. Ja. Genau, und dann stecke ich in meinen Stab von hinten. Dann wollen wir erst mal sehen, was passiert. Also ich stelle mich hinter ihn und hole mit meinem Stab aus, aber weil er gerade mit seiner Pranke da so feststeckt, treffe ich nicht richtig und hau einfach nur daneben und mache einen Luftwedler. Okay. Arlekin, wenn du schon von hinten angreifst, dann triff wenigstens. Ich hatte auch einen kritischen Treffer davor. Kann ich doch nichts dafür, dass deine Scheißwaffe so viel Schaden macht. Satuna schafft es mittlerweile, das Portal zu schließen. Dann ist jetzt der Dämon dran. Das soll er mal versuchen. Ja. Ich lieg hier ganz gut. Ich glaube, du hast ihm echt so was Schönes abgemacht. Auf jeden Fall. Also ihm fehlt ein Arm. Die zweite Pranke steckt in deiner Rüstung drin und er schreit auf vor lauter Schmerzen und mit letzter aufbäumender Kraft beißt er nochmal zu. Ich kann nicht ausweichen. Ja, wäre auch gar nicht nötig, denn im richtigen Moment, als er zubeißen will, schaffst du deinen Kopf so zur Seite zu bewegen und er schnappt in die Luft und holt mit seinem Schwanz nochmal aus, um ihn im rechten Moment noch einmal zuzuschlagen. Nein, danke. mit einem Wuchtschlag
Orasilas, halt ihn ruhig, ich bin gleich soweit. Ja, auch das wird ein Patzer. Was sind das für Dämonen? Ja. Ja. Der ist noch in zwei Ausbildung. Zwei Stufen Betäubung. Schick uns mal einen Erzdämon, sonst will ja hier nichts bei dir, ey. Aber dann hätte ich wirklich gern meinen Rondra-Kamm. Sieh mal. Ach, das ist ja süß. Die Waffe hat einen Kratzer abbekommen, aber dies hat keine regeltechnischen Auswirkungen. Bei unzerstörbaren Waffen wird das Ergebnis wie Waffe verloren behandelt. Das ist ja quasi nichts. Ja, nichts. Geil, habe ich Glück gehabt. Okay, Sein Schwanz bleibt dran. Ja. Juhu. Gut. Orasilas. Ja, ich würde noch mal von unten versuchen, ihn zu treffen. Okay. Minus zwei war das. Und ich würde treffen. Ich liege auch sehr vorteilhaft. Kann ausweichen. Was? Ja, jetzt auf einmal. Und ich hole aus, aber in dem Moment beugt er sich nach hinten, weil er gerade mit seinem Schwanz zustechen wollte. Und ich schwinge durch die Luft und treffe ihn leider nicht. Oh, Rasilas, was machst du? Du sollst ihn stillhalten. Ich bin soweit. Misander ist dran. Achtung, geh zur Seite. Da muss er noch gucken. Ja! Ja! Okay. Jetzt ist meine Verteidigung erschwert. Nein, kann nicht ausweichen. Er hängt mit seiner Pranke so in der Kettenhemd drin. Und schießt ihm direkt zwischen die Augen. Und macht wie viel Schaden? Achso, wahrscheinlich gar nichts. Die berühmten zwei. Was war das? Kurz Entfernung 4? Ja, 4. Aber deine. Halbiert? Halbiert. Zwei. Okay. Habt ihr es gesehen? Habt ihr es gesehen? Komm jetzt endlich mit deinem Degen! Ja. Gut, Arlekin. Ja. Meine freie Aktion möchte ich ganz gerne verwenden. Schmeiß die scheiß Armbrust weg! Und hol aus und hau wieder drauf. Ja. Die ist angeschraubt! Oh, also ich stehe hinter dem Zand, hole aus und schlag ihm von hinten voll auf den Kopf. Aber er kann nicht ausweichen. Er sieht diesen Schlag nicht kommen. Deshalb. Wow. Streife ich ihn am rechten Ohrläppchen für 3 Schaden. Jetzt hat nicht er zerpufft. Und trifft seinen Schädel. Ja! Und zermatscht ihn seinen Schädel von hinten. Natürlich, hier, zermatscht habe ich ihn. Mit 3 Schaden? Mit der Was? Es gab eine Kettenreaktion vom Ohrläppchen durch die kleinen, großen. Da habe ich aber gute Vorarbeit geleistet. Ihr seht, wie dieser Zand in dem Moment, als du seinen Schädel einschlägst, wie irgendwie zu versteinern beginnt. Ihr hört ein ohrenbetäubenden Schrei, es schmerzt euch den Schädel. Versteinerte Figur fällt auf einmal zu Staub. Der Staub sammelt sich auf dem Boden. Und Satuna ruft euch, schnell, schnell, bevor es sich verfliegt, sammelt es ein. Und sie rollt ein Glas euch entgegen. Da ich daneben liege, packe ich das Glas und schiebe es in die Asche. Das ich würde versuchen, ich habe nämlich noch eine Fiole bei, würde versuchen, in meine Fiole, in der ehemals der Einbeerensaft für dich klebte, versuche ich, ohne dass Orasilas es merkt, weil er ist ja selbst auch beschäftigt, versuche ich ebenfalls mit dem Staub, falls noch genug übrig ist, zu füllen, zu verkorken und stecke es in meine Gürteltasche. Ja, ist noch genug da. Mach aber mal. Ich habe jetzt nicht alles, aber das muss reichen. Mach mal für mich eine Probe auf Verbergen. Ich stelle mich derweil in die entsprechende Siegerpose. Was kannst du eigentlich? Oh, es sieht nicht schlecht aus. Ja, mal gucken. Ich weiß nicht, ich glaube, ich habe auch Verbergen nichts. Nee, Mut, ja, Intuition, ja, aber Gewandtheit leider nicht. Nicht geschafft? Nee. Okay, dann ruft Satuna dir zu. Arlekin, sehr gut, wir brauchen eine Menge. Ich glaube, ich habe das nicht mitbekommen. Ich schiebe immer noch ein bisschen. Reicht das, Satuna? Ja, wunderbar. Weißt du, was die Scheiße wert hat? Merket auf! Ich kam, ich sah, ich demolekularisierte. Ich
habe eine Flasche in der Hand, sonst würde ich klatschen. Danke, danke. Lysander, so ehrenvoll war dein Angriff nicht. Mein Schuss zwischen die Augen hat ihn getötet, er ist zu Asche zerfallen. Du hast wohl nicht gesehen, dass Arlekin nochmal draufgehauen hat. Ich habe gesehen, dass er mit seinem Schwertstab vorbeigestreift hat. Ich reiche währenddessen die Hand und helfe Urasen das auf, weil er liegt ja noch auf dem Boden. Vielen Dank, Alex. Zweifelsohne unsere Arbeit. Satuna richtet das Wort an euch, als sie die Kerzen eingesammelt hat. Und also, wunderbar, ihr habt wahrlich gute Arbeit geleistet. Dann lasst uns zurückkehren zum Fringlershof. Ich muss schauen, dass ich die Zeit nutzen kann, um für euch diesen Trank zu brauen. Satuna, beim nächsten Mal, wenn ihr vorhabt, einen ausgewachsenen Zand in diese Welt zu holen, dann nehmt es bitte nicht eine Prozedur oder einen Ritual, sondern bereitet uns auf das vor, was da kommt. Ja, ich muss gestehen, ich hatte gehofft, dass ein kleinerer Dämon hindurchkommt, aber ja, ihr habt recht, das war nicht fair von mir, es tut mir leid. Nun, zum Glück war ja Lysander dabei. Du sagst es. Und außerdem hatten wir auch das A und O bei uns. Hab Dank. Ihr habt sehr gute Arbeit geleistet. Wieder einmal. Ich hab einen Schädel zerschmettert mit 3 Schaden. Rondra, danke dir für deine Stärke. Das war so richtig, wie Rondra geweihte hackt auf das Vieh ein und der Magier macht am Ende so... Es war der Bolzen. Ja, der Bolzen. Das ist ja alles quasi zeitgleich und deswegen aus meiner Perspektive war das mein Schuss. Wird so sicherlich in deinem Buch landen. Natürlich. Lest das Kompendium. Dort erfahrt ihr die Wahrheit. Die reine Wahrheit steht nur im Kompendium auf unserer Homepage. Und genau so diskutiert ihr den ganzen Weg zum Hof zurück. ihr beachtet dabei gar nicht, wie auf dem Rückweg die zwei Menschen, die da an dieser Abbruchkante beschäftigt waren, eine Leiche aus dem Wasser gezogen haben. Offensichtlich sind die da irgendwie beschäftigt. Die Bogenschützen auf den Dächern sind mittlerweile weg. Hat nicht so gut geklappt. Nee, hat nicht so gut geklappt. Und deswegen ist ja auch wieder ein bisschen Zeit vergangen. Als sie dann wieder auf der Rückseite des Fringlashofes in dem Innenhof angekommen seid, sagt euch Satuna, meine Herren, ich werde jetzt kurz mich zurückziehen, den Trank für euch brauen und lasst uns gleich wieder hier treffen, damit wir den Trank auch sofort einsetzen können. Wo können wir etwas finden, Satuna, um die Wunden unseres Rondra-Geweihten, unseres edlen Streiters für das Gute zu versorgen? Er hat es sich wahrlich verdient. Ich höre das gar nicht, ich bin versunken in Gebeten. Herrn Rondra, deinem Urteil beugen wir uns. Wir waren nicht würdig, aufzusteigen in dein Himmelreich. Doch wir geloben, weiter in deinem Namen zu streiten, deine Tugenden zu wahren, um in deiner Ehre Namen zu streiten. Wir bitten dich, Herren, die Gefallenen dieses Kampfes zu deinem Ruhme an deine Tafel zu rufen. Und ich habe soeben die Lust verloren, ihm zu helfen. Nein, also ich frage natürlich trotzdem. Arlekin, oder... Verbandszeug, sauberes Wasser, ja. Irgendwas, um die Wunden zu reinigen. Okay, ihr findet ja Wasser hier im Brunnen, im Innenhof. Ach, so stark bin ich nicht verletzt, Arlekin, alles in Ordnung. Ich hatte doch, Lysander, ich hatte euch einen Tiegel gegeben mit Einbeeren-Salbe. Vielleicht ist da noch etwas übrig. Nein, den hat Arlekin bereits genommen. Oh, okay. Nun, ich kann Verbandszeug bringen lassen, wenn... Das alles in Ordnung. Ja. Rondra wird mich meine Wunden spüren lassen. Der Kampf war gut. Okay. Ich bin unverletzt. Ha! Ich bin verletzt. Fällt mir dabei gerade so nochmal auf. Ihr braucht Verbandsmaterial. Kennt sich einer von euch mit dem Reinigen von Wunden gut aus? Ich kann es, aber gut. Gibt es bei den Grünkappen jemanden, der sich mit so etwas gut auskennt, der uns eventuell zur Hand geben könnte? Naja, so. Lebensmittel kann ich. Wir haben leider keinen Heiler. Dann muss das Notdürftige gut genug für uns sein, fürs Erste. Ja, ich lasse euch Verbandszeug bringen. Können wir Urasilas mit auf unsere Kammer nehmen? Es ist leider nicht gestattet. Tut mir leid. Schon in Ordnung, ich habe doch hier dieses Kämmerlein. Das reicht mir vollkommen.
Mein Gott, er hat gerade einen Brand für euch erschlagen. Ja, für euch, wohlgemerkt. Denn wir tun das Ganze für Anakin, euch. Anakin, beruhige dich. Es ist in Ordnung. Ich werde in meinen Kämmerlein mich zurückziehen und mich von den Wunden erholen. Ich bin ein bisschen erregt. Ich schätze deinen Einsatz. Orasilas, ich werde dich in einer Ode erwähnen. In einer weiteren. Das ist ja wohl auch das Mindeste. Natürlich, natürlich. Dann, ich lasse das Verbandszeug bringen und werde mich um diesen Trank kümmern. Lasst uns in einer Stunde dann hier wieder treffen. So sei es. Okay. Wie sieht es aus mit Asmodet? Ich habe sie noch nicht vergessen. Der Altvater wollte uns heute Abend ebenfalls zu sich rufen. Ich weiß, also ich habe damit ehrlich gesagt nichts zu tun, aber wenn er sagt heute Abend, dann rechnet er so mit späten Abend damit. Meiner Erfahrung nach dauert das ein wenig. Nun gut, ich werde in meiner Kammer auf euch, auf den Boten warten mit dem Verbandszeug. Okay. Und dann in einer Stunde bitte hier im Innenhof wieder treffen. Also ich gehe auf jeden Fall, öffne die Tür, steige die Treppen hoch, hol mir derweil schon mal meine Magiergewand. Ist es zerrissen? Muss man es nähen? Naja, es ist ein bisschen an der Schulter. Du hast da jetzt also ein Loch. Ich habe ein Loch, oder? Ja. Satuna, Nadel und Faden, ist das beim Verbandszeug bei? Rufe ich dir noch hinterher. Nein. Könnt ihr dafür sorgen, dass wir davon noch etwas kriegen? Fragt doch einfach oben im Lager nach, bei Gax. Okay, danke. Lysander, würdet ihr euch um... Ich hätte Wundennähzeug. Geht das auch dafür? Ich will meinen Mantel reparieren und nicht meine Haut. Lysander, könntet ihr schnell etwas holen gehen? Nadel, Faden... Ein grauer Faden würde vollkommen ausreichen. Warum gehst du nicht selbst? Ich bin verletzt! Wo denn? Seht ihr das nicht? Der Kratzer da? Ebola! Ah! Hab Dank, Lysander. Natürlich. Könntet ihr mir bei der Wundsäuberung zur Hand gehen? Ja, das kann ich wohl tun. Einen kleinen Moment, ich muss nur noch kurz eine kleine Unterredung führen. Weißt du, wenn du das nächste Mal den Bolzen andersrum einlegen würdest, so herum, dann trifft ihr einfach besser und macht mehr Schaden. Also merkt ihr das. So und nicht so. Hm? Ich seufze und gehe zu Arlekin und spreche den kleinen Heilsegen auf ihn. Pereine, halte dein Schild. Okay, wir gehen davon aus, dass das noch alles im Innenhof stattfindet, damit du das machen kannst. Ja. Okay. Und du bekommst einen Lebenspunkt wieder. Hab Dank, Orasilas. Aber ich glaube, ein wenig Wasser und... etwas zum Abstillen der Blutung oder stört es dadurch aufzubluten? Nee. Das halte ich. Also es hört also auf zu bluten. Es schließt ein Gefäß. Ja. Hab Dank, Orasilas. Aber ich glaube, ein wenig Wasser und ein Verbandszeug würde doch noch der Sache ein wenig weiterhelfen. Nun, hier ist Wasser aus dem Brunnen. Ich hätte gerne sauberes, frisches Wasser. Verband. Lysander, ihr seid ein wandelndes Ding voller Überraschungen. So kennt man mich, so liebt man mich, was soll ich sagen? Aber ich gehe auch in meine Kammer, ich habe auch Verband dabei. Schön, dass alle Verband haben. Gut, und dann würde ich mich jetzt auf meine Kammer begeben. Lysander, begleitet ihr mich und helft mir beim Auswaschen der Wunde? Ich bin sofort da. Der kann ja gar nichts. Ja. Ich lese in Büchern, verbinde nicht so auf Wunden. Ich verbinde auch meine Wunden. Also ich geh dann hoch in die Kammer und mach schon mal alles. Sau, also ich versuche es erstmal so anzugucken, wie das aussieht, aber warte auf das Wasser und... Ja, so ist das mit den Magiern. Die brauchen immer Hilfe bei allen möglichen, bei den einfachsten Tätigkeiten. Und sie können nichts selber machen, aber na, was hörst du auf mich? Wir gehen mal hoch und sehen nach ihm. Und wir gehen hoch und sehen nach ihm. Ja. Arlekin! Okay. Ich kann nicht helfen. Ihr kümmert euch um seine Wunden. Ja, ja. Und ich nähe auf jeden Fall das Loch noch zu. Okay. Also, wenn es geht. Und Orasilas kümmert sich auch um seine Verletzung und so weiter, genau. Und so geht die Stunde ins Land. Kriege ich das trotzdem so halbwegs? Also es sieht zwar kacke aus, aber... Mach doch mal eine Probe auf Stoffbearbeitung. Ja, das habe ich befürchtet. Ich würde sagen, erleichtert um eins, weil es ist wirklich nur so ein bisschen flicken. So ein fingerfertiger Dude. Ich kenne mich mit Clownskostümen aus. Lysander, ich bin nicht der Geschickteste, könntet ihr mir eventuell... Au! Zur Hand gehen, ich hab ein Stück Faden in der Haut. Oh. Fade out. Da ist Blut an meiner Nadel. Wartet, ich sehe, was ich tun kann. Oder willst du? Nein? Na gut, dann mach ich. Warte,
Oh, wie das? Ach, mein altes Nadel- und Zwirnset, wie habe ich es vermisst. So, Leichter, du meinst. Ich nehme an, Stoffbearbeitung, ja? Genau. Stoff, Klugheit, yo. Ist es so recht? Ich habe einen Kreuzstich genommen. Das hält besser. Lustig darüber, das ist das Gewand eines Magus. Ja, und jetzt ist es ein besonderes Gewand, geweiht von einem bekannten Autoren. Na, ihr habt eure Sache wahrlich gut gemacht, Lysander. Er hat sogar seine Initialien eingesteckt. LF. Gut. Jawohl. Dann würde ich warten, bis mein Wasser da ist und die Wunden waschen, so gut ich kann. Das hat oben mit ihm jetzt nicht ewig gedauert, oder? Dann, nee, das ist ja ein Ding von... Ich gehe noch nebenan in mein Zimmer. Ich muss noch etwas nachprüfen. Und ich gehe in mein Zimmer und hole mir aus meinem... Erwähnt mich in eurem Buch! Aber natürlich, ihr seid längst verewigt. Schlagt im Kompendium nach, ihr werdet Augen machen. Ich hab's gelesen, du Scheiße! Ich gehe in mein Zimmer und suche nach dem Zettel, den mir Satuna gegeben hat, wo sie das Ahnenzeichen drauf... Ja. Also sie hat da die Umrisse drauf gezeichnet und das ein bisschen beschrieben. Genau. Und ich würde das gerne jetzt ein bisschen untersuchen und rausfinden, ob ich das besser erkennen kann, welches Ahnenzeichen das ist. Ja. Mach mal bitte eine Probe auf Malen und Zeichnen. Das kann ich gut. Ja, geschafft. Willst du eine Qualitätsstufe hören? Ja. 3. Okay. Du erkennst dieses Zeichen tatsächlich. Du beherrschst dieses Zeichen allerdings nicht. Mhm. Aber du hast dieses Zeichen schon mal gesehen in einem alten Buch, das mal deiner Mutter gehörte. Oh. Das ist durchaus bekannt, dieses Zeichen. Mhm. Oder sagen wir es so, vielleicht den einen oder anderen deiner Familie bekannt. Mhm. Gut, sehr aufschlussreich. Ich mache mir darüber Notizen. Ja. Wollt ihr in dieser Zeit noch irgendwas machen oder trefft ihr euch dann in den Hof wieder? Habe ich Hunger? Nee, noch nicht. Okay, dann meditieren. Ruhe ich mich einfach aus und hätschle meine Wunden. Mhm. Ich meditiere. Wunden versorgt. Ja, ich lege mich ins Bett solange. Okay. Dann. Und so vergeht die Zeit und ihr merkt, dass ihr aber ganz schön erschöpft seid. Von dem Kampf, auch von dem Tag. Ihr seid ja schon seit 8 Uhr morgens ungefähr auf den Beinen. Und ab jetzt bekommt ihr für den Rest des Tages, wenn ihr weitermachen wollt oder müsst, eine Stufe Überanstrengung. Das ist eine Fokusregel aus dem Aventurischen Kompendium 2. Das heißt, ab jetzt sind alle Wissenstalente um 1 erschwert für euch. Na klar, der ist den Magier noch ein bisschen. Und so trefft ihr Satuna im Innenhof wieder, eine Stunde später. Die Fiola hatte sie mir abgenommen, ne? Nee. Die habe ich noch? Mhm. Oh, ist leider kaputt. Mhm. Nein, alles klar, gut. Die hat mich dabei erwischt, jetzt schäme ich mich. Naja, sie hat dich dabei gesehen, sie hat sie dir noch nicht abgenommen. Ja, aber solange kann mich keiner fragen. Mhm. Was denn? Die Fiole, wo habe ich die denn nochmal hingetan? Ich gehe mal davon aus, die hast du wahrscheinlich im Zimmer irgendwo. Unter seinem Bett versteckt. Eine gute Tasche, die habe ich noch bei mir. Okay. Ihr trefft also Satuna im Innenhof und sie richtet das Wort an euch. Okay, meine Herren, wir sind bereit, unseren Gefallen für euch einzulösen. Wir müssen dazu zunächst erst einmal diesen Ort finden, an dem ihr aufgewacht seid. Ja, wir könnten euch natürlich hinführen, ja. Wisst ihr den Weg noch? Natürlich. Okay, wunderbar. Dann lasst uns keine Zeit verlieren. Kommt dieses Tier, euer Vertrautentier mit? Natürlich. Es kommt überall mit hin. Ganz wunderbar. Ein schönes Tier habt ihr da. Ja, danke. Er hat noch ein bisschen was am Bein, aber ich glaube, es verhält ganz gut inzwischen. Was kann es denn so für Tricks? Na, es kann zum Beispiel mit meinen misslungenen Werken jonglieren. Und andere kleine Tricks, die werde ich noch aus ihm rauslocken. Immerhin ein Zirkusäffchen, nicht wahr? Steine fangen? Nein, nicht Steine fangen. Und ich bilde es gerade aus, um meine Armbrust zu laden. Was? Meine Armbrust zu laden. Lasst uns aufbrechen, aber versuchen, keine Aufmerksamkeit zu erregen. Ja. Nun, es ist nicht weit von hier. Und so setzt ihr euch in Bewegung
mit einer scheinbar blinden Frau durch die Gassen. Ich gehe aufmerksam voran und gucke, ob irgendwelche Leute Okay. Ihr lauft unter anderem auf den Freiheitsplatz. Und dort seid ihr ja schon mal vorbeigekommen. Da ist ja dieser Stein von Nosteria. Und ihr hattet damals gesehen, dass da natürlich ein Hauptmann stand und interviewt wurde. Mittlerweile seht ihr dort eine Art improvisiertes Lazarett oder so Zelte. Ihr seht, dass da ein bisschen beschäftigter Tumult ist. Menschen werden da versorgt mit Lebensmitteln, ein bisschen notdürftig. Und Satuna erzählt euch, ja, das sind die Menschen, deren Häuser eingestürzt sind. Die müssen leider hier unterkommen. Ich wünschte, ich könnte helfen. Aber ich würde dann wahrscheinlich sofort festgenommen werden. Wir von den Grünkappen versuchen tatsächlich momentan zu helfen. Weil wir ja einige Handwerker unter uns haben, bauen wir derzeit eines der alten, verlassenen Häuser in Altnostria, in dem Stadtteil. Das ist ganz in der Nähe von dem Tempel der zwei Schwestern, um eine neue Unterkunft herzurichten quasi. Aber oh, das ist Maestro Kirschner. Ich kann nicht helfen. Alles Gute. Rondra mit dir. Genau, er kriegt dich nicht mit. Er ist zu weit weg. Ja, hier wart ihr. Okay, gut. Dann lasst uns weitergehen. Und jetzt möchte ich, dass ihr alle eine Probe ablegt. Und ihr könnt es selber aussuchen, ob ihr entweder Gassenwissen benutzt, dann versucht ihr natürlich mit eurem Charme irgendwie Leute zu befragen, um zu diesem Waisenhaus zu kommen. Ihr könnt aber auch Orientierung benutzen, wenn ihr eher so ein bisschen, sag ich mal, die Himmelsrichtungen verwenden wollt und bekannte Orte, an denen ihr beide vorbeigekommen seid. Du, Lysander, weißt es nicht. Du kannst dementsprechend versuchen zu würfeln, weil du ungefähr weißt, wo das Waisenhaus ist, aber bist nicht so gut bewandert. Für dich ist die Probe um eins erschwert. Und sowieso wegen Wissenstalente um eins erschwert, ne? Genau, und Wissenstalente um eins erschwert, genau. Qualität, Stufe 1, Orientierung. Okay. Ich habe Orientierung 2. Okay. So, nehme ich doch Gassenwissen. Genau, aber erschwert um eins. Okay. Jo, Stufe 1. Okay, gut. Und ihr bewegt euch also durch die Gassen von Altnostria, um zu diesem Waisenhaus zu kommen. Ihr wisst ganz gut die Richtung, könnt euch ein bisschen durchfragen und gut, ganz gut orientieren. Und ihr kommt an einem Stadtschreier vorbei und der ruft ganz laut, Extrablatt! Extrablatt der nostrischen Kriegsposaune! Hauptmann vermutet Andergaster Druide hinter der Katastrophe! Extrablatt! Extrablatt! Schau euch auf. Lysander, holst du uns ein Exemplar? Ich brauche nur etwas Geld. Ja, bitteschön. Oh, der ganze Beutel, klasse. Okay. Du kriegst einen Silbertaler. Aber ich habe doch deinen Beutel hier. Ja, ich nehme nur einen Silbertaler. ja, guter Mann, eine Ausgabe. Was bekommt ihr dafür? Ja, 5 Heller. Ah, 5 Heller, ja. Hier, 1 Silber, behalte den Rest. Oh, hab Dank. Na gut, ihr wollt wirklich nur ein Exemplar, ja? Ihr könnt auch 2. Steht da etwas über mich drin? Ihr seid, wer Name? Lysander Federkiel, ihr solltet mich kennen. Lysander, ja, also ich kenne euch, aber nein, es steht aktuell nichts. Nun, dann bleibt es bei einem Gibt Exemplar. Gibt es mir etwas zu berichten? Berichten? Oh ja, ich schreibe meinem neuesten Werk, der Emanuel-Reihe. Und ist es schon fertig? Nein, nein, aber es erscheint bald. Oh, okay, sagt durchaus unserer Kriegsposaune Bescheid, wenn euer Werk fertig ist. Aber selbstverständlich, das tue ich doch immer. Wunderbar, hier habt ihr ein Exemplar. Hab Dank. Ich komm zurück. Hier, dein Geldbeutel. Danke. Ja, fühlt sich ganz schön leicht an. Es kostete einen ganzen Silber, Taler. So, mal sehen. Ich kann durchaus selbst lesen. Nichts Interessantes drin. Du musst das Kleingedruckte lesen. Ah, hier, Druide. Da ist der Druidenbericht. Quacksalberei. Oh. Okay, und so geht ihr weiter durch die Gassen. Ist das jetzt wieder weggeschmissen? Ja. Stand ja nichts drin. Würfelt nochmal. Jupp, geschafft. Qualitätsstufe 2. 1. Ich sollte Orientierungsskill. Aber geschafft. Habe ich, glaube ich, zum Beispiel durch meine Kultur.
Gassenwissen Stufe 3. Erschwert um 1, ne? Warte, ja. Pro, warte, ja. Warte, warte, doch, warte. Da sind die Eigenschaften alle um 1 erschwert, ne? Mhm. Ja. Weil ich Gassenwissen 8 habe und alles drunter gewürfelt habe, Stufe 3. Okay. Und so findet ihr, das Waisenhaus. Ihr wisst, weil ihr damals weggerannt seid, dass hier hinter diesem Waisenhaus ganz an dieser Stadtmauer, ihr befindet euch quasi jetzt mittlerweile an der Stadtmauer, diese Scheune oder dieser Schuppen sein muss. Und so, Satuna, hier in diesem Schuppen, da war's. Dann lasst uns reingehen. Ihr merkt, dass dieser Schuppen irgendwie vernagelt wurde. Warum auch immer. Vielleicht, weil es ein Tatort war oder sonst irgendetwas. Als wir hier geflohen sind, war das noch nicht vernagelt. Also es ist einfach die Tür. Aber mit einem kleinen Ruck, können wir doch bestimmt. Und ich guck nach dem Fenster. Fenster sind auch zugenagelt. Schade. Ich hau mich dagegen. Quasi, lass mehr Schwung! Okay. Okay, dann machen Kraftakt. Erschwert um 1. Oh. Ja, die 20 ist nicht so schlimm. Das ist ja nur eine, ne? Qualitätsstufe 1. Okay. Kraft 8, was hast denn du da? Körperkraft 14 minus 6 quasi. Und ich habe 6 auf Kraftakt. Aber du hast noch minus 1, dachte ich. Ja, dann schreibe ich 1. Dann schaffe ich es nicht. Mann! Ja, okay. Also du krachst mit deiner Schulter gegen diese Tür und das soll's ächzt und knackst. Ja. Aber die Tür ist immer noch zu. Meine Schulter knackst auch. Warte, du Rasidas, ich habe eine Idee. Manchmal muss der Kopf herhalten, wo die Schulter nicht mehr weiter weiß. Und ich würde gucken, wie das vernagelt ist und ob es da irgendwo eine Ansatzstelle gibt, um meinen Magierstab dahinter zu klemmen, um den als Hebel zu benutzen, um quasi so einen Nagel damit rauszulösen. Weil, wie schon dieser komische Grieche sagte, Hebel und so weiter wählt aus den Angeln. Und würde mal versuchen... Ich werfe mich nochmal gegen die Tür, während er das... Okay, das hilft natürlich super, wenn der eine es raushebeln will und der andere eindrücken. Ja. Ja. Ich würde mal sagen, mach mal eine Probe auf Mechanik. Ja, das habe ich befürchtet. Aber erleichtert um 2. Weil es ist eine sehr... Ja, und ich bin ja so überanstrengend. Das macht es natürlich schwer nachzudenken, ne? Also ist es quasi überanstrengend, hast du nur noch eine Erleichterung von 1. Okay. Quasi. Komm, Magus Stab. 11, 5, 4. Ja? Ja. Also ich habe scheinbar einen guten Ansatzpunkt gefunden. Okay, wunderbar. Und dann hebelst du quasi mit deinem Stab einmal kräftig. Und weil Orasia schon ordentlich vorgearbeitet hat, kannst du mit einem Ruck diese Tür jetzt aufhebeln. Ich fliere währenddessen rein, weil ich mich gerade gegenwerfen wollte. Komm, wir gehen rein. Begebt ihr euch also quasi zu dritt in diesen alten Schuppen. Ihr seht gar nicht mal so viel, weil die Fenster ja zugenagelt sind. Stab an! Okay. Was habt ihr hier drin verloren? Was hat euch hierher getrieben? Wissen wir doch nicht. Hier seid ihr aufgewacht? Ja. Mit der toten Prinzessin? Irgendwelche dämonischen Kräfte müssen uns hierher geführt haben. Okay. Deswegen sind wir doch hier, um es rauszufinden. Arlekin hat mich bestimmt hierher geschleift. Ja, immer noch der Arlekin. Außer wenn es um Dämonentypen geht, dann war er natürlich. Das Licht deines Stabes erhellt nun den Raum. Und ihr seht, dass dieser Raum gar nicht mal so groß ist. Ja, dieser alte Holzbaracke ist vielleicht höchstens 20 Quadratmeter groß, also eher etwas klein. Es sind eine Menge alte Möbel werden hier gelagert, so ein bisschen Gerümpel, alte Kisten, es liegt Heu rum. Es ist recht staubig in der Luft und ihr seht direkt vor euch, quasi am anderen, die andere Wand ist eine Steinwand. Offensichtlich ist das die Stadtmauer quasi. Genau. Und zu eurer rechten Seite gibt es eine weitere Tür. Wenn ihr euch richtig orientiert, müsste diese Tür ins Waisenhaus quasi führen, also irgendwie angeschlossen sein ans Waisenhaus. Wie ihr euch da gerade so umblickt, seht ihr, also in der Mitte ist noch ein bisschen Platz, eine Fläche, wo ihr quasi jetzt steht. Satuna schließt die Tür hinter euch und sagt, ich habe hier diesen Trank gebraut für euch, den Trank der Vergangenheit. Wenn das dieser Ort ist, an dem ihr aufgewacht seid, dann würde ich sagen, ihr nehmt beide einen Schluck von diesem Trank.
Er wird dafür sorgen, dass sich euer Bewusstsein etwas benebelt. Ihr werdet euch sehr, werdet ein bisschen euer Gleichgewicht verlieren. Am besten setzt ihr euch hin. Dann werdet ihr sehen, wie in einer Art Geisterform, was hier in dieser Vergangenheit passierte. Und irgendwann kommt natürlich der Moment, der für euch wichtig sein müsste, wenn alles richtig läuft. Und dann werdet ihr sehen können, was wohl passierte oder nicht passierte. Oder ich hoffe, dass es auf jeden Fall euch Aufschluss bringen wird. Ja, und irgendwann lässt dann halt die Wirkung des Trankes nach und ihr seht uns dann wieder ganz normal. Alles klar. Okay. Von ihr den Trank. Warte, Orasilas. Ich werde so lange Wache halten. Das bringt ja nicht viel. Ich habe einen Dämon getötet. Dämon. Ich gucke mich erstmal um, ob es irgendwo noch ein Heu- oder Strohballen gibt, wo man sich draufsetzen könnte. Und wo ich, wenn ich umfallen sollte, mir quasi mit dem Kopf totschlage. Okay. Setze mich da hin auf so einen Heuballen. Ich stehe noch immer. Ist die jetzt leer, die Flasche? Ja, die ist leer jetzt. Dann stelle ich sie erstmal in meine Flasche. Ja, das ist ein sicherer Ort. Satuna? Achso, nö, mach mal auf Verbergen. Oh Mann, das kann ich doch nie. Du bist schon beschickert, hä? Ich klaue zwar gerne, aber ich kann es nicht. Ach nee. Okay, ja, Satuna sieht das. Ja. Arlekin, ich hätte sie gern zurück. Natürlich. Hast du gerade gesagt, Satuna sieht das? Ja. Die ist interessant. Naja. Sie hört es. Also, sie kriegt es mit, reicht. Genau, sie kriegt es mit. Verzeiht, ich alte Angewohnheit. Dankeschön. So, und euch wird so langsam schummrig. Ich stehe noch immer. Es wird immer übler. Oh, Rasilas, komm, setz dich. Ich gehe zu ihm und helfe ihm, sich hinzusetzen. Ich lehne mich einfach zurück und lege mich gleich. Also okay. Für euch fängt dieser Raum an zu vibrieren und zu schummern. Und dann wacht der namenlose Erzähler auf im Gasthaus und ist ganz überrascht. Ey, was soll das? Und er nimmt dem Bauernjungen das Buch aus der Hand und sagt, ich muss doch... Genau. Gib mir mein Buch zurück, du Bengel! Genau. Ja, und so kann doch der Bauernjunge nicht mehr weiterlesen. Ja. Ihr bekommt alle für den Kampf gegen den Zand ganze 4 Abenteuerpunkte. Und dafür, dass ihr den Weg gemeistert habt zum Ort eurer Vergangenheit, bekommt ihr dafür auch extra noch mal einen Abenteuerpunkt. Also 5 heute. Nice, nice, nice! Müsst ihr nicht einen mehr kriegen, weil ich den so ziemlich im Alleingang getötet habe? Ja. Nein. Die Geschichte wird die Wahrheit sprechen, das sage ich. Genau. Die Geschichte schreibt immer der Gewinner, ne? Das war's für heute, für die Folge. Falls ihr euch gefallen hat, freuen wir uns natürlich auch heute wieder über einen Daumen hoch. Vergesst nicht das Gewinnspiel. Ihr könnt euch natürlich auch aus dieser Folge noch Ideen klauen, was ihr malen wollt. Und da ist nochmal das Buch, das ihr gewinnen könnt. Genau, und falls ihr nicht malen könnt, könnt ihr trotzdem noch dieses Buch gewinnen. Da müsst ihr nur kommentieren und unseren Kanal abonnieren. Genau, falls ihr keine Ahnung habt, wovon wir gerade sprechen, schaut einfach nochmal Episode 8. 8. Genau, in diesem Sinne, einen schönen Abend euch und dann bis nächste Woche. Tschüss. Ciao. Ciao. Wiedersehen. Oh. Fieses Ende. Du kannst doch schon anfangen mit dem Zauber. Nee, mach ich nicht. Wieso nicht? Kostet mich alle meine Astralpunkte, das finde ich nicht gut. Brauche ich noch zum Verhör. Heißt das, du willst jetzt wirklich nicht zaubern? Erstmal nicht. Vielleicht noch. Vielleicht muss ich ja einen am Leben halten. Dafür kann ich ja meine Zauberpunkte ausgeben. Na gut, dann schauen wir mal. Falls Lysander mal wieder ins Bein gebissen wird oder so. Also dann. Gott, mach ja Schaden. Mei, ist das anstrengend mit dem Arm. Können wir jetzt mal... Ja. Oh, ich bin da im Begriff, meinen Bolzen zu laden, im Hilfe meines neuen Gehilfen. Ach, Mann. Hilfe deines neuen Gehilfen.